Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du mit deinen Zukunftsängsten umgehen kannst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir über Zukunftsängste. Weil gerade so in den letzten Jahren innerhalb der Schullaufbahn spielen die eine große Rolle. Sei es entweder, weil du denkst, oh shit, was ist denn danach? Oder aber auch, weil du denkst, oh mein Gott, nächstes Jahr ist Oberstufe, nächstes Jahr ist 12., oh mein Gott, in 8 Monaten ist Abitur. Ja, egal was ist, gerade in diesem Alter ist es sehr viel, was in der Zukunft kommt, sei es auch zum Beispiel das Studium, und du merkst so, oh mein Gott, wie soll ich das alles schaffen? Und genau darauf möchte ich in diesem Video eingehen. Das Allerwichtigste diesbezüglich zum Verständnis ist, dass ihr versteht, das Leben verläuft einfach in Stufen. Ja, ihr kamt irgendwann mal auf die Welt und ihr konntet gar nichts. Okay, ihr konntet absolut gar nichts. Ohne eure Eltern wärt ihr komplett aufgeschmissen gewesen. Ja, dann habt ihr irgendwann mal zumindest krabbeln gelernt. Das heißt, ihr musstet nicht mehr von A nach B getragen werden, sondern ihr konntet zumindest mal wie so eine Schnecke euch da langsam selbst hinbefördern. Dann habt ihr irgendwas sowas Abgespacedes wie gehen gelernt. Das war absolutes Highlight. Irgendwann konntet ihr die ersten Worte sagen und so ging das Ganze immer weiter. Ja, jetzt ist für die meisten von euch, ihr könnt einfach den ganzen Tag ganz normal sprechen und sinnvolle Wörter bilden, ja, womit mit 2 Monaten euch dachtet, holy shit, so, die ganzen Leute, die hier um mich rumreden, sind komplette Magier, ja. Und genauso denkst du es jetzt vielleicht auch zu einem gewissen Teil über Leute, die vielleicht ein Studium sehr gut absolvieren. Oder das hast du dir vielleicht auch in der Grundschule über Leute, die am Gymnasium sind, gedacht. Und so geht das die ganze Zeit weiter, ja. Das heißt, eigentlich gibt es immer nur 3 Stufen. Es gibt die Stufe, auf der du jetzt bist, das ist Stufe 2. Es gibt Stufe 3, das ist das, was das nächste für dich ansteht. Und es gibt Stufe 1, das ist die Stufe, auf der du zuvor warst. Und du kannst nahezu jede Person fragen, egal wie, das Prinzip trifft einfach immer auf sie zu. Wenn du jemanden fragst, hey, der zum Beispiel in der 10. Klasse, oder sagen wir jemand jetzt mal euch, ja, ihr seid 11., 12., vielleicht wenn ihr 9 habt, 13. Klasse, und ihr merkt dann auf einmal so, yo, dann ist für euch Oberstufe Stufe 2. Ja. Ihr habt jetzt gerade vielleicht Angst vor dem Abitur und sagt aber gleichzeitig, ey, Mittelstufe, Unterstufe, pff, wenn die wüssten, da war alles easy. Wenn du jemanden in der Grundschule fragst, ja, sagst du vielleicht so, für die ist Grundschule normal, denken sich über das Gymnasium, oh mein Gott, und denken sich über Kindergarten, boah, damals war alles cooler. Ja. Wenn du einen Studenten fragst, der wird sagen, okay, Studium kriege ich irgendwie gehandelt, oh mein Gott, was mache ich danach dann in der echten Welt da draußen? Und die Leute, die Abitur schreiben, haha, die sollten mal wissen, wie schwierig Studium ist, so Abitur ist voll easy. Ja, und das ist einfach immer so. Dementsprechend, wenn du das einmal erkannt hast und du merkst einfach auch, auf wie viele Menschen das zutrifft, dann checkst du auch, dass du dir selbst eigentlich keine Gedanken machen musst. Weil jeder hat immer eine Stufe 2, eine Stufe 1 und eine Stufe 3 in seinem Leben. Und egal, wo du dich befindest, wisst ihr, was ich meine? Du kannst auch irgendwie ein total hochrangiger Politiker sein. Wenn, kurz bevor du dann vielleicht Präsident wirst, denkst du dir auch, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Ja, und dann ist die Person Präsident und checkt dann auf einmal, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, jede Sache, bis du sie getan hast, wirst du nicht wissen, wie sie funktioniert. Aber wenn du sie tust, wirst du sowieso merken, wie das Ganze funktioniert und es irgendwie hinbekommen. Ja, du wusstest davor so viele Dinge in deinem Leben. Ich mach dich mal bewusst, wie viele Dinge du nicht wusstest und wie viele Dinge du jetzt kannst. Für dich ist es vollkommen normal, heute gut sprechen zu können, für dich ist es vollkommen normal, gehen zu können. All solche Sachen sind so normal für dich, wo du die ersten 6 Jahre deines Lebens wahrscheinlich voll hart damit gestruggelt hast. Ja? Und deswegen sei dir bewusst, egal wovor du in der Zukunft Angst hast, es wird alles aufgehen. Es wird einfach komplett alles aufgehen. Wenn du halt nur nicht davor dich schon so komplett mental blockierst und von, oh mein Gott, es klappt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, und das gilt zum Beispiel auch, Zukunftsängste können ja auch in einem viel kleineren Rahmen sein, können ja auch nur die Mathe-Klausur in 2 Wochen sein. Sei dir auch da bewusst. Wie oft hast du bei einer Klausur schon gedacht, hey, ich krieg die niemals hin, oh mein Gott, ich bin da voll am Arsch, wenn die kommt, holy shit. Ja? Das hast du dir schon so oft in deiner Schullaufbahn gedacht. Und dran gestorben bist du auch nicht. Ja, vielleicht kam mal eine schlechtere Note raus als erwartet, dann ist das halt so. Ja, aber es ist ja nicht grundsätzlich so, dass es, wir haben immer so das Gefühl, es gibt so Todesszenarien in unserem Leben. So, oh mein Gott, wenn ich Abi schreibe, da vergrabe ich mich lieber. Oh mein Gott, wenn ich studieren muss und dann noch mehr lernen muss, ich check das alles nicht, ich schaffe das nicht. Leute, wie oft hattest du in deinem Leben schon so ein Szenario und entweder lief es dann trotzdem mega gut oder du hast es trotzdem irgendwie geschafft. Vielleicht nicht super glamourös, aber du hast es geschafft. Und ich sage euch eins. Das wird mit der Mathe-Klausur nächste Woche so sein, das wird mit dem Abi so sein, das wird mit dem Studium so sein, das wird auch mit allen anderen Dingen wie danach, wie Familie, Beruf, was auch immer. Ihr werdet es alle herausfinden. Das heißt nicht, dass du keinen Fehler machst, aber du wirst es herausfinden. Was meinst du denn, wie all diese Dinge, die gerade um dich herum sind,
funktioniert haben. Ja, keine Ahnung, wenn wir hier unseren Banner im Hintergrund angucken, die Person, die zum allerersten Mal sich dachte, hey, lass mal so einen coolen Banner entwerfen, Design, dachte ich auch, oh mein Gott, wie sollen wir das hinbekommen, dass, was weiß ich, da irgendwie so ein, wie soll man sagen, so ein Bild irgendwie so aufrecht steht und man kann dann zusammenklappen und wieder aus. Das wusste die Person auch nicht. Dann hat sie sich damit beschäftigt und irgendwann hat es funktioniert. Ja, und jetzt werden die serienmäßig wahrscheinlich zigtausende jeden Tag produziert. Und das ist halt eben auch der Punkt. Du musst halt nur einmal verstanden haben und dann funktioniert sie auch konstant. Nur ist es halt wichtig, dass du an diesem Punkt dann auch dementsprechend wirklich kommst. Deswegen, bitte, bitte, egal welche Form von Zukunftsangst du hast, sei dir einfach bewusst, wenn es kommt, werde ich mich damit beschäftigen und dann werde ich es auch irgendwie hinbekommen, wie alle anderen Dinge in meinem Leben. Und dann funktioniert das Ganze auch. Deswegen in diesem Sinne, macht euch keinen Kopf. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr Mut, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit haben möchtet, dann kommt sehr gerne zu uns ins Traumabitur-Coaching, weil das sind genau die Themen, die wir hier jeden Tag und auch in der Vergangenheit schon zigfach behandelt haben. Da können wir euch sehr, sehr gut weiterhelfen. Deswegen bewerbt euch da sehr, sehr gerne einfach auf den Link unten in der YouTube-Beschreibung oder auch im ersten angepinnten Kommentar in den YouTube-Kommentaren. Und dann freue ich mich, dir in dieser Hinsicht weiterzuhelfen. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.